keine Videos mit Noske mehr? Wieso? Das werde ich euch heute in diesem Video verraten. Und damit begrüße ich euch herzlich zu diesem Video. Ich nehme das Video heute mit BMX-Fan aka Ninja 08 auf. Freunde. Und das ist jetzt mal ein etwas ernsteres Video, als ich sonst immer mache. Ich mache sonst immer nur so Blödsinn oder so. Ja. Ich glaube auch auf Blödsinn. Aber wieso nehme ich nicht mehr mit Noskill auf? Ich weiß es selber nicht. Er hatte schon von Anfang an irgendwas gegen uns. Wir sind eine Gruppe, wir haben noch nicht lange machen. Also wir machen es noch nicht lange. Er zieht mich auch in der Schule, weil er ist mein Klassenkamerad, das kann ich zugeben. Damit auf, weil er ja schon 49 Abonnenten oder was auch immer hat. Und ich habe ja nur 12 Abonnenten. Ja, das hat auch einen Grund, weil er macht es seit 5 Jahren und hat in Anführungsstrichen nur 49 Abonnenten oder irgendwas mit 40 Abonnenten. 46, 49, keine Ahnung. Und ich mache es seit 2 Monaten und habe 12 Abonnenten. Und damit zieht er mich auch immer auf in der Schule. Er hat irgendwas auch immer von Anfang an gegen uns gehabt. Er hat uns immer beleidigt. Wir sind so schlecht in Fortnite. Wir können YouTube nicht. Wir sind so scheiße in Fortnite. Wir können gar nichts und so in Fortnite und so. Und das haben wir uns immer unter die Nase gekriegt. Und wir können auch gar keine YouTube-Videos aufnehmen und so. Und dann irgendwann hat er, also er hat sich eigentlich nie entschuldigt so richtig. Er hat eigentlich immer nur rumgeredet so. Weil er, ich hatte ja viel mehr Abonnenten und ist ja viel besser in Fortnite als wir. Und ich weiß bis heute immer noch nicht den Grund, weswegen er nicht mehr aufnehmen möchte mit uns. Ich weiß bloß, dass er am... Warte mal einen Moment, ich schau mal nach. Also, er hat dann wieder rumgeredet, irgendwann hat er dann wieder gesagt, ja, er meint ja nicht so und so, weil er wieder irgendwas gebraucht hat. Und dann am 5. Januar war es dann soweit. Wir haben in WhatsApp eine Gruppe, YouTube-Gruppe, und die hat er dann verlassen. Und er hat generell unsere kleine Gruppe verlassen. Wir wissen, wie gesagt, immer noch nicht den Grund, warum er uns die Gruppe verlassen hat. Wenn du das siehst, Noske, ich werde es deinen Namen nicht sagen. Sag uns einfach den Grund, warum du unsere Gruppe verlassen hast. Nur weil du mehr Abonnenten hast, obwohl du es 5 Jahre schon machst. Nur weil ich nur 12 Abonnenten habe, ich mach's seit 2 Monaten. Weil du besser bist in Fortnite, was nicht stimmt, du behauptest es bloß immer. Was ist denn meistens, wenn wir spielen? Wer stirbt da meistens als erstes? Du. Weil ich nicht dahin gehe, wo du hin willst. Weil ich mich nicht wie so ein kleiner Hund rum kommandieren lasse von dir. Ich bin, sehe ich aus wie dein Hund oder sowas? Nein. Und dann schiebst du es aber immer auf mich. Immer. Weil ich weiß schon, du brauchst irgendein Opfer so. Aber Hauptsache, du hast irgendwas gesagt, oder? Hauptsache, du kannst auch irgendwas beitragen. Und du behauptest doch immer, du bist um einiges besser, um Welten besser in Fortnite als wir. Es stimmt einfach nicht, weil du bist meistens derjenige, der als erstes verreckt. Der als erstes stirbt und dann immer auf mich schieben die Schuld. Am Anfang hat es so gut geklappt. Ich glaube, wir haben die ersten Fortnite-Videos so gemeinsam aufgenommen.
Und jetzt Pustekuchen. Jetzt einfach nur Hauptsache, du kannst irgendwas sagen. Hauptsache, du hast durch mich auch mal vielleicht die Chance, Abonnenten zu gewinnen, wenn dann es noch welche gibt, die ich nicht abonniert habe. Ich habe immer gesagt, abonniert Noske und Ninja 08, also meine Gruppe quasi. Hast du jemals gesagt? Nein. Gar nicht. In der Schule auch immer so, ja du mit deinem scheiß YouTube-Kanal. Du kannst gar nichts an YouTube. Ich mach seit 2 Monaten. Und du seit 4 oder 5 Jahren. Das sind Jahre dazwischen. Du hast schon ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Denke ich zumindest. Ja. Hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Hallo. Hallo, nö. Oder willst du irgendwas loswerden? Willst du noch eine Nachricht an ihn überbringen oder sowas? Ich würde einfach nur sagen, Leute, abonniert einfach, abonniert ihn und schaut bei meinem Kanal vorbei. Seit neuesten kommen auch Minecraft-Videos. Ich wünsche ihm jetzt nicht das Schlechte und ihr bitte hatet ihn jetzt nicht. Das möchte ich mit diesem Video nicht erreichen. Nicht, gar nicht. Null, niente, nada. Ich wünsche ihm, dass er in YouTube auch ein paar Abonnenten bekommt. Also, erfolgreich in YouTube wird. Ich wünsche ihm eigentlich nur so das Beste, so. Aber ich möchte einfach nur den Grund wissen. Und wenn du findest, dass das Video nicht passt, so wie wir es gemacht haben, dann mach selber so ein Video. Und sag denen deine Meinung. Sag denen einfach deine Meinung, deinen Zuschauern. Ich schau's auch an. Und ich auch. Ich will wissen, was er sagt. Ja, mach einfach dann dein eigenes Video darüber. Sag deine eigene Meinung, warum. Ja, oder ob wir gelogen haben oder nicht. Was nicht der Fall ist. Ich habe die Wahrheit gesagt in diesem Video. Und bitte, an die, die mich kennen, bitte jetzt, ich hoffe, ich habe damit eure Frage beantworten können. Warum wir nicht mehr aufnehmen. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch, wenn ihr morgen schulfrei habt, einen schönen schulfreien Tag. Schönen Brückentag, würden die Erwachsenen jetzt sagen. Oh Mann. Und genießt morgen euren Tag. Wenn ihr morgen zur Schule müsst, es dauert nicht lang, auf und zu und durch, sage ich nur. Und lieber Noske, ich erwarte ein Reaktionsvideo von dir darauf. Ich möchte deine Meinung hören. Was du findest. Warum du die Gruppe verlassen hast, kannst du auch gerne sagen. Ich möchte es einfach nur wissen. Und du hast morgen genug Zeit, ein Video darüber zu machen. Ja. Also würde ich sagen, Leute, haut rein und ciao.